Kapitel 1 Distortion. Das Abenteuer beginnt. Du kannst dir die Zukunft nehmen. Irgendwo im All. Die Galaxie eines schwarzen Lochs verschlingt unzählige Planeten. Komprimiert sie an einem einzigen Punkt. Und bringt schließlich Isla hervor. Einen Planeten mit unzähligen Inseln. Hey! Ja, du! Was hältst du von Rhythmusspielen? Ja. Auf jeden Fall! Damit herzlich willkommen zu Infinite Guitars, einem Rhythmusspiel, den ich im Xbox Game Pass gefunden habe. Und nein, ich bin immer noch nicht gesponsert, also bitte, gerne, Microsoft. Nein, alles gut. Ja, Infinite Guitars, ein Rhythmusspiel. Ich habe selten Rhythmusspiele gespielt, außer ich glaube, das letzte war, was ich wirklich gespielt habe, war hier dieses Guitar Hero. Von daher sind ganz okay, wa? Die sind ganz okay. Bist du sicher? Ja. Ja, auf jeden Fall. Rhythmusspiel-Schwierigkeitsgrad leicht. Ja, okay. Können wir jederzeit ändern. Keine Sorge, ich verrate es auch keinem. Und ihr habt auch nicht hingeguckt, ne? Wie stehst du zu Action-Spielen? Die sind ganz okay. Ich finde sie super und spiele sie gerne. Aber bist du auch gut darin? Geht so. Ah, okay, das ist auch normal. Und was ist mit rundenbasierten Spielen? Ja, was ist damit? Magst du sie? Vielleicht. Manchmal machen sie Spaß. Kommt echt drauf an. Bist du gut darin? Vielleicht. Ich müsste mich erstmal mit den Spielregeln vertraut machen. Ja, das stimmt wohl. So, ja, alles klar. Zu guter Letzt, weißt du, warum du hier bist? Nee. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Warum bist du hier? Nein. Nicht wirklich. Niemand weiß das. Aber du bist zumindest ehrlich. Gitarren. Oh wow, dieses Geräusch, dieses Klunk danach. Mm. Mir ist mal die Gitarre runtergefallen und das Geräusch war gut. Wo bin ich? Warum bin ich nicht auf dem Luftschiff? Schrott, Ladung, okay. Wir schauen uns das einfach mal an. Also das Spiel hat einiges an Genres, sag ich mal. Deswegen fand ich es halt interessant. Drücke A neben einem Amp-Schwert, um deine Gitarre zu spielen. Okay. Oh oh. Drücke oder halte die Töne und hau schnell drauf, um deine Gitarre zu spielen. Jeder korrekte Ton erhöht deine Synchronrate. Du musst die vorgegebene Synchronrate erreichen, um weiterzukommen. Das Spielen deiner Gitarre kostet zwar Energie, aber dafür bekommst du mit jedem richtigen Ton Energie zurück. Also spiel, als ob dein Leben davon abhänge, Gitarristin. Okay. Machen wir mal. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Das Einzige ist, ich habe nicht unbedingt die 72%. Cool. Wenn dir das Spiel zu schwer wird, ändere den Schwierigkeitsgrad im Pausenmenü. Keine Sorge, ich verrat's niemanden. Ja, leichter geht's nicht, ne? Schade. So, kann ich jetzt heilen? Okay, ich halte das gedrückt, aber da passiert nichts. Wir gehen einfach mal weiter und hoffen, dass wir... Hallo? Ja, hi. Stille ist ein Gefängnis. Weißt du, wie du ausbrechen kannst? Oh oh. Krach. Lauter, unnachgiebiger Krach. Ja, so kann man
ausbringen. Was? Oh Gott. Oh, toll. Ich bin tot. Bester Kampf. Ich kann nichts hören. Was habe ich gemacht? Wo bin ich jetzt? Ach so. Ich halte meine Gitarre. Sie ist an mein Ohr gedrückt. The ringing is drowning out of the sound. Okay. Das Geräusch verdrängt allen. Was? Allen anderen Sound. Okay. Das ist beruhigend. Ich finde den Artstyle auch sehr schön bisher. Ist halt sehr minimalistisch, aber schon cool. Wach auf. Bitte, JJ. Ich flehe dich an. Wach auf. Wach auf, verdammt. Ich kann nichts hören. Ich kann nicht. Ich. Hey, du bist schon wieder beim Gitarrespielen eingeschlafen. Ah, mein Kopf. Willst du mal versuchen, das Schiff zu steuern? Nö oder nein? Ah, diese Spiele mit ihren ganzen schwerwiegenden Entscheidungen. Nö. Nö, kein Interesse. Keine Ahnung, was mit dir los ist, aber ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dass du das hinter dir lässt. Miguel, lass das Steuer los. Das Luftschiff geht in den Sturzflug über. Wie wär's jetzt? Was machst du denn da? Triff doch einfach deine Entscheidung. Ja komm, wir übernehmen das Steuer. Minus 1 Angriff, plus 2 Verteidigen. Okay, wir sind ein Hasenfuß also. Oh gut, ich übernehme das Steuer. JJ ergreift das Steuer und beendet den Sturzflug des Luftschiffs. Dein Angriffs- und Verteidigungswert verändert sich je nachdem, wie du dich in Dialogen entscheidest. Okay, spannend. Schön, ich steuere das Schiff, wenn du mich dann in Ruhe lässt. Gut, lass uns weiter nordwärts fliegen. Ja, ich weiß, Norden ist oben. Ich will nur gucken. Okay, Hallo, hallo? Okay, man darf nicht, schade. Alles klar. Achso, der Mauszeiger, der bleibt jetzt die ganze Zeit hier so in der Mitte. Oder wo soll der hin? Ich spiele mit Controller übrigens. Ich weiß gar nicht, war der die ganze Zeit da schon? Okay, wir sind da. Klar, viel Spaß da unten, Opa. Pass auf, dass du heil wieder zurückkommst. Nun ja, du könntest deinen Teil dazu beitragen, indem du mitkommst. Ich habe es dir schon oft gesagt. Ich will nichts weiter als im Luftschiff zu sitzen und Gitarre spielen. Ich habe deinen von uns gegangenen Vater versprochen, dass du Easter erleben würdest. Wen kümmert schon ein dummes Versprechen an jemanden, der nicht mehr da ist? Nett. Er wollte, dass du deine Heimat mit eigenen Augen siehst. Die guten Seiten. Die schlechten. Er wollte, dass du die Wahrheit siehst. Ich werde die ganze Zeit an deiner Seite sein, JJ. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Na gut. Okay, der Hafen ist bereit. Weißt du noch, wie man landet? Ich krieg das schon hin. Mehr Angriff, sehr gut. Ich krieg das schon hin. So schwer kann das doch nicht sein. Oh oh. Oh. Sehr elegant. Hat geklappt. Dieser Ort ist ein Drecksloch. Hey, ich habe nie gesagt, dass er kein Drecksloch ist. Aber ich glaube, dass es überall etwas Sehenswertes gibt. Etwas Sehenswertes? In Wiederverteidigung? Wo? Die ganze Insel sieht verlassen aus. Wow. Was für ein Trick.
Was soll es hier schon zu sehen geben? Tja. Die letzte Schlacht wurde hier ausgetragen. Die Schlacht, bei der die Galleons endlich zurückgeschlagen wurden. Ach ja? Und was spielt das jetzt für eine Rolle? Ich vergeude meine Energie nicht auf einer Müllkippe, damit du mir Geschichtsunterricht geben kannst. Ich setze mich hier hin und spiele Gitarre. Ganz genauso wie auf dem Schiff. Bis ich etwas wirklich Sehenswertes entdecke. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich nicht vom Fleck bewegt. So starrsinnig. Stur wie dein Vater damals. Etwas Sehenswertes, ja? Siehst du dieses Ding? Plünderer benutzen verschiedene Mech-Teile, um auf der Suche nach Vorräten zu überleben. Wir leiten unsere Energie durch sie hindurch, um... Ach, ich zeig's dir einfach. Okay. Du zeigst es mir? Tafuk. Cool, was? War das sehenswert? Ich fass es nicht. Noch mehr Verteidigung. Was zur Hölle war das? Ich hätte draufgehen können. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, und ich erwartet noch einiges mehr von der Sorte, Kleine. Aber dieses Mal bist du ausgewichen und hast überlebt. Das Opfer all derer, die vor mir kamen, lastet schwer auf meinen Schultern. Aus diesem Grund kämpfe ich bis zum Äußersten, um zu überleben. Es liegt in der Luft. Ich weiß, dass du es auch spürst. Ich habe nie darum gebeten. Aber ich habe nie um irgendetwas hiervon gebeten. Piep. was ist das für ein Ding? Piep, piep. Bäh, geh weg von mir. Das ist nur ein Schrottbot. Während des Krieges kamen einige von denen zum Einsatz, um aus toten Mechs nützlichen Schrott zu gewinnen. Was soll ich gegen ihn tun? Sie sind harmlos, mach dir deswegen keine Sorgen. Okay. Cooler Schrottbot, komm, helf mir mal. Oh, was war das? Was war das? Böses Spiel, ich will wissen, was ich aufgesammelt habe. Er folgt mir? Oh, das liegt sich sicher daran, dass... woran? Ja, er mag dich einfach nur. Keine Sorge. Piep. Hm? Ich werde dich Ruckus nennen. Piep, piep. Komm doch mal kurz hier rüber. Halte A gedrückt, um zu rennen. Okay. Hui. Toll. Das funktioniert so nicht. Wir können B gedrückt halten, um zu rennen. Ja, sehr gut, dass das funktioniert. Halte X gedrückt, um mit deiner Gitarre auszuholen. Lass X mit dem Beat leuchten los, um einen perfekten Schlag zu machen. Oberweltblocker können nur mit einem perfekten Schlag zerstört werden. Also Oberweltblocker wahrscheinlich das. Okay. Wunderbar. Kann ich da unten hin? Was bist du? Okay, wir reden erstmal mit Vater. Opa, so. Was ist das? Sieht aus wie ein Baum, ist aber hart wie Stein. Piep. Ja, das sehe ich auch so. Dieser Baum nervt total. Okay. Du siehst aus, als würdest du gleich umkippen. Wenn du ohnmächtig wirst, nehme ich mir die Armkanone. Viel Glück. Er wird dich umbringen, den Arm des Hüters zu benutzen. Du bist doch auch nicht gestorben. Ganz ehrlich, ich habe gerade genug Energie in mir, um ihn etwa einmal am Tag einzusetzen. Was machen wir dann, wenn wir auf mehr Hindernisse Was machen wir denn dann, wenn wir auf mehr Hindernisse treffen? Da kommst du ins Spiel. Ich sehe ein paar kleine Kisten, die vor uns den Weg versperren, die schon längst kaputt sind. Gut gemacht, Kleine. Nimm deine Gitarre. Meine Gitarre? Habe ich schon gemacht. Danke sehr. Was sammeln wir da auf? Ich möchte das gerne wissen. Oh. Ich finde es ja sehr interessant, dass es so viele Gitarren gibt, die hier so überall rumliegen.
Ach so, das sind Erfahrungspunkte wahrscheinlich für unten links. Warte mal, die Maus. Ui, da. Da gibt es einen roten Balken, der kommt gerade. Ich bin hier oben, JJ. Beeil dich. Halte B gerückt, um zu rennen. Jetzt können wir rennen. Du wirst beim Rennen zwar nicht müde, dafür wird deine Sichtweite eingeschränkt. Das macht dich anfälliger für Gefahren. Also sei auf der Hut. Ah, cool. Irgendwie cool. Doch, gefällt mir bisher. Es ist so... Ja, wir werden mal sehen. Im Moment so ein bisschen merkwürdig. Alles in allem. Vor allem auch hier. Ich hole mal schon mal eine Maus. Diese Ketten da unten, die sehe ich jetzt erst. Irgendwie ganz cool. Mich würde ja interessieren, ob wir die irgendwann sprengen können, diese tollen Ketten. Muss ich das hier wieder öffnen? Nein. Also, ist natürlich offen, das ist mir schon klar. Ein Mech-Soldat aus dem Krieg. Piep. Ja, ich bin froh, dass er deaktiviert ist. JJ versucht ihn zu treten, fällt dabei aber hin. Autsch. Zum Glück hat das niemand gesehen. Okay. Wie bist du so schnell hier hingekommen? Und was ist das für ein großes Schwert da oben? Oh, das ist ein Roboter. Okay, hier ist der Kopf. Das war einer von unseren. Wir hatten Koloss-Mechs? Insulaner durften nicht wissen, wie ein Mech aufgebaut ist. Also haben wir es mit roher Gewalt versucht. Mit Gitarren haben wir unsere Elektrizität gebündelt und die Mechs überladen. Dann haben wir die Kontrolle übernommen. Haben wir so den Krieg gewonnen? Fast. Und die Hüter mussten eingreifen. Sie haben den Krieg für uns gewonnen. Moment mal, hast du den Arm des Hüters genommen? Nicht schlecht, was? Ein klein wenig. Er hat ihn nicht benutzt, also habe ich ihn mir ein letztes Mal geschnappt. Warte, wenn du diese Insel bereits erkundet hast, warum sind wir dann hier? Ich zeige es dir. Komm mit. Und wieder weg. Hui. Ah, oh, da bist du wieder. Warte. Erstmal, hier unten können wir nichts. Vor dir befindet sich ein toter Körper, den einem Arm fehlt. Kommt mir bekannt vor. Da hat er sich also den Arm genommen. Komme ich hier schon lang? Nee. Naja. Komm, lass mich vorbei. Wir werden mal schauen, wo es das hinführt. Wir sind ja noch so ein bisschen tief im Tutorial. Was geht denn hier los? Hi. Diese Gitarre steht in Flammen. Ganz genau. Das heißt, dass der Strom hier tatsächlich aktiv ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Unendlichkeitskern könnte in der Nähe sein. Unbegrenzte Energie. Warum brauchst du so etwas? Das ist unser Ticket zu etwas Besserem, JJ. Etwas Besserem? Komm, ich will dir noch mehr zeigen. Wenn eine Gitarre in Flammen steht, fungiert sie als Checkpunkt. Der stetige Energiefluss sorgt dafür, dass du wiederbelebt wirst, solltest du im Kampf fallen. Das klingt sehr praktisch. Sehr gut. Oh, hallo? Oh, eine Ladung. Okay. Was auch immer uns die bringt. Oh, oh. Was ist hier los? Da ist eine Kiste, warte. Ein Mech-Soldat aus dem Krieg. Ja, ich bin froh, dass er deaktiviert ist. Ja, das, Was ist hier los? Warum ist hier Musik? Oh. Da war ein roter Kranz. Die sehen ehrlich gesagt recht harmlos aus. Vielleicht konnten sie sich verwandeln oder so? Piep. Kannst du sowas? Hihi. Ich glaube nicht. Hallo. Hörst du das, JJ? Ja. Ja. Die Musik? Ja, die höre ich. Islas Elektrizität könnte eine Art Gedächtnis besitzen. Nach dieser langen Zeit erinnert sie sich noch an all die Schwingungen und Wellen. Und damit auch an die Musik, die wir gemacht haben.
Das ist die Energie, die die Mechs antreibt, oder? Richtig. Deshalb solltest du, falls du einmal gegen einen Mechs kämpfst, auf die Musik achten. Drücke A, um einer Ausweichrolle Schaden zu entgehen. Die Mechs können einfach so den, einfach zu jedem Song wechseln. Dadurch fühlt sich die Welt, mein Gott, dadurch fühlt sich diese Welt manchmal an wie ein Mixtape. Was ist ein Mixtape? Nichts weiter. Wir treffen uns dann da vorne, JJ. Okay. Ich will die Musik weghaben. Die ist nicht schön. Aua. Autsch. So, oh, los geht's. Nein, ich war zu früh. Oh. Uiuiui. Kann irgendjemand die Musik mal ausschalten hier? So. Und dup, dup. So, besten Dank. Ah. Das wurde ja langsam und allmählich ein wenig eintönig. Nein, das nicht. Das ist eine Kiste, warte. Was für ein Schrotthaufen. Beep, ja okay, ich versuch's. JJ wirft einen Stein, allerdings meilenweit daneben. Nimm das! Toll, ich habe das Gefühl, wir sind ein wahnsinnig guter Kämpfer. Hey du. Kein Insulaner weiß, wie irgendeins dieser Mechteile funktioniert. Aber wir könnten mit größeren Gitarren in die Elektrizität hineinschicken, um sie vorübergehend zu kontrollieren. Das Problem ist nur, dass die Elektrizität in unseren Kernen ziemlich begrenzt ist. Ja, du bist doch gerade ziemlich aus der Puste. Ach, sei doch still. Um das auszugleichen, haben wir Insulaner Amp-Schwerter erschaffen. Wenn gerade kein aktiver Strom vorhanden ist, kannst du mit deiner Gitarre einfach einen temporären Strom erzeugen. Wenn du neben einem M-Schwert A drückst, startet das Rhythmusspiel. Das kostet dich zwar einen Teil, ja, das haben wir ja schon gesehen. Das wurde uns ja schon mal erklärt. Können wir nochmal machen. Ist eigentlich ganz cool, doch. Ich weiß halt nur nicht, ob das beim Zugucken auch so cool ist. Mein Gott. Uiuiui. Wir brauchten 40%, ich war bei 76, also alles gut. Cool. Das ist auf jeden Fall ein Mech, gegen den ich nicht unbedingt kämpfen will, wenn er so eine große Faust hat. Nicht unbedingt. Schmeißen wir hier wieder Sachen drauf? Nee, okay. Hui. Sehr auf jeden Fall sehr interessantes Setting. Ist so ein wenig ausgelutscht, sagen wir es mal so. Also ungewöhnlich, besser gesagt. So, einmal die Kiste. Dankeschön. Ich weiß nicht, wofür wir den Schrott brauchen. Aber ja, wir werden einfach mal sammeln. Kann ich jetzt heilen? Oh. Okay, ich kann heilen. Ich wüsste nur gerne, wie oft. Wenn du dich wirklich anstrengst, JJ, dann kannst du sogar Kolosse bewegen. Aber hallo. Aber hallo, alter Mann. Auf geht's. Das will ich hören. Wow. Keine große Sache. Alles in Ordnung? Man darf doch hin und wieder mal erschöpft sein, oder? Wir treffen uns dann da vorne. Der könnte auch mal mitlaufen, ne? Sagt uns, bevor wir landen, ja, ich werde immer bei dir sein. Ich werde die ganze Zeit auf dich aufpassen und ist ständig weg. Ne? Bester Mann. So. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Entschuldigung, ich muss es nochmal ausprobieren. Ladung verbraucht das. Das braucht eine Ladung oder eine halbe, um zu heilen. Okay, das war ja sehr klug, dass wir das gemacht haben. Aber wir haben gelernt. Ha! Was? Tu mir einen Gefallen und übernimm das hier.
Ich werde alt und schwächlich. Das kommt mir verdächtig vor. Warte mal, ich gebe dir was von meiner Ladung. Kerne sind an sich ziemlich empfindlich. Bei Ladungen handelt es sich um kleine Splitterstücke von Kernen. Du bekommst sie von Indulanern oder von den indem du Mechs mit deiner Gitarre angreifst. Also ja, jetzt lernen wir es. Toll, danke. Wir treffen uns dann da vorne. Dankeschön. So, wir schauen uns erstmal hier noch weiter um. Oh, nee, doch, da ist eine Kiste. Ich dachte gerade, hier wäre so ein Übergang. Dankeschön. So, also wieder ein wenig Gitarre spielen. Wow. Das sind sehr coole Power-Riffs, also... Oh, wow. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, also... Wow, ich bin zu doof. Da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Wo muss ich denn hin? Au. Komme ich da irgendwie lang? Nee. Hallo. Wir treffen uns dann da vorne. Oh. Hä? Warum haben wir das ja jetzt geöffnet? Ich weiß es nicht. Toll. Achso, weil ich dumm bin und nicht begreife, wie Spiele funktionieren. Alles klar, ich gehe mal wieder zurück. Hallo? So, das haben wir gemacht. Aua! Ich versuche gerade einfach nur, weil irgendwie... Achso, das habe ich nicht als Fahrt gesehen. Sorry. Sorry. So. Oh, wow. Tot. Alles klar. Ich bin nicht verwirrt. Nein, nein. So. Es hat halt in dem Sinne keinerlei Auswirkung, wenn wir sterben, außer dass wir höchstwahrscheinlich wieder... Oh ja, ich muss hier lang. Dass wir einfach nur wieder zurück dahin katapultiert werden, wo wir schon mal waren. Ah, das hat nicht gereicht. Aua. Ah, lass mich vorbei. Oh, so kurz vorm Ende. So close. Naja, hallo, mein Gutester. Ah, bin ich froh, dass du in einem Stück da wieder rausgekommen bist. Sowas wie eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Wo bleibt denn da der Spaß? Folge nächstes Mal den Kabeln und sieh nach, wohin sie führen. Alles, was damit verbunden ist, wird aktiviert, wenn du Strom hindurch schickst. Ah, okay. Heißt also, wenn wir da oben sehen, da sind ja relativ viele Kabel, wäre natürlich schlecht, ne? Oder haben wir ja gerade gesehen, dass es nicht gut ist, wenn wir einfach blind aktivieren. Ein Fäusterli? Aber da vorne ist eine Energie. Oh, das waren viele Ladungen. Schrott. So. So, ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Ah, mehr Felsen. Ich mach das Kleine. Bist du sicher? Du siehst etwas angeschlagen aus. Wenn du dich dem Endschwert näherst, lässt deine Energie es aufleuchten. Drücke A im Rhythmus des Beat-Leuchtens, um den Strom erfolgreich zu aktivieren. Achso, das Grüne da. Oder wir spielen dieses Spiel. Es gibt halt irgendwie nur entweder perfekt oder
daneben. Oh oh. Oh ne, schon wieder dieses Lied. Nein, nein, au. Au, 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 au. Oh, was ist das Grüne? Das Grüne sollten wir nicht reinlaufen, habe ich das Gefühl. So, wir heilen uns mal. Das hätte ich vorher machen sollen. Ich wusste ja nicht, dass da zwei Ladungen drin sind. Aua. So. Uah. Mein Gott. Diese roten Dinger, die sollte ich mal ein bisschen besser aufpassen, ne? Sprach er und rennt wieder in eine rein. Was haben wir da? Uah. Eieiei. Toll. Toll gemacht. Ganz toll. Hallo. Ja, dieser Ausweichlevel, weiß ich nicht, ob ich da ein Fan von bin, muss ich sagen. Sind so ein bisschen merkwürdig. Sind ein wenig merkwürdig. Keine der Gitarren steht in Flammen. Hier versiegt der Strom. War es das? Ich dachte wirklich, wir hätten ihn gefunden. Na komm, wir schnappen uns irgendwas, das wir fürs Luftschiff brauchen können, und dann machen wir Schluss. Na, sieh dir das nur an. Die Insulaner werden sagen, wir haben den Krieg gewonnen. Aber alles, was uns bleibt, ist dieser Ozean aus Abfall. Mit dir an meiner Seite war es leichter, das noch einmal zu sehen. Danke, dass du mich begleitet hast, JJ. Kein Problem. Ganz ehrlich, ich bin jetzt schon erschöpft. Dieses Ding zu tragen ist ziemlich mühsam. Warum versetzt du es dann nicht in seine ursprüngliche Form zurück? Jede Änderung der Größe erfordert Elektrizität. Und die ist mir seit dem ersten Angriff ausgegangen. Außerdem kann man sich in diesem Modus besser schützen, falls es nötig ist. Na schön, ich gehe voraus und suche nach Vorräten, während du etwas verschnaufst. Das ist die richtige Einstellung. Okay, einen Moment. So, dann schauen wir uns mal um. Ich werde hier höchstwahrscheinlich kein komplettes Let's Play rausmachen, denke ich mal. Es sei denn, du sagst, boah, das ist voll geil. Nur schon mal, um das abzuklären. Wir sind ja hier im Angespielt-Modus. Piep. Ja, nur noch ein klein wenig Schrott mehr und dann können wir endlich zurückkehren. Wenn du in der Oberwelt Dinge sammelst, erhältst du EP. Durch Auflevel wirst du stärker und bist für zukünftige Kämpfe besser gewappnet. Okay. Das haben wir uns ja schon gedacht. Dann sammeln wir uns mal einfach den ganzen Quatsch auf, der hier ist. Ich hoffe mal, dass das genug ist für ein Level-Up. So, einmal das. Und dann nochmal ein bisschen Mucke. Ich finde diese Riffs echt cool. Auch wenn die mehr oder weniger relativ ähnlich sind. So ein bisschen wie 80er Jahre Animes. Ich weiß nicht, erinnert mich ein bisschen an Naruto. Oder war das Naruto? Oder ich weiß nicht mehr. Ich habe nicht viel Animes geguckt, muss ich sagen. Aber irgendeins... Oh, 100%! Irgendeins, was ich mal geguckt habe, war hatte auch so einen ähnlichen Riff am Anfang. Oh, oh. Kommt dir das auch bekannt vor? War hier nicht mal ein Drache? Der Strom sollte doch tot sein. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann dieses Ding funktionieren? Es sollte doch tot sein? Es ist schon vorbei. Einfach so. Rums. Miguel, nein, du bist doch schon verletzt. Ich habe keine Wahl. JJ, das Einzige, was stark genug ist, um diese Dinge, um dies am Leben zu erhalten, ist der Unendlichkeitskern. Unbegrenzter Energie ist zum Greifen nah. Oh. Nein, der Arm des Hüters. Steh auf. Miguel, du hast keine Chance. Ich sterbe lieber, als jetzt zu verschwinden. Mach dich wenigstens einmal nützlich. Und hol den Arm des Hüters.
Ich werde ihn brauchen, wenn ich dieses Ding auseinandernehmen will. Ich soll da alleine rausgehen? Ich kann nicht. Das war keine Frage. Jetzt steht auf. JJ läuft vor dem Kampf davon. Miguels Hand hat gezittert. Piep. Ja, wir müssen uns beeilen. Der Flugbahn nach zu urteilen, ist der Arm des Hüters wahrscheinlich südlich vom Tempel gelandet. Halte LT gedrückt, um auf Karten- und Quest-Ansicht aufzurufen. Okay. Was ist LT? Du bist er. Nee. Okay. So, da haben wir die Map. Das, Main Goal, okay. Wir haben nicht alles übersetzt anscheinend. Nein, ich brauche den Arm des Hüters. Okay, wir müssen in die Richtung laufen. So. Oh, die Gitarre leuchtet jetzt. Waren wir hier? Ja, ne? Wir laufen gerade zurück, ne? Oder? Warte. Okay, wir müssen tatsächlich zurücklaufen. Oh, oh. Hoffentlich überleben wir das. Gut. Oh, wir sind bald Level up. So. Wahrscheinlich brauchen wir 300 Schrott, um zu leveln. Der Koloss muss einen Strom erzeugen, der all die toten Mechs wiederbelebt. Beep? Nein, natürlich nicht. Wenn ich nicht getroffen werde, kann mir auch nichts passieren. Ich muss nur im Moment, richtigen Moment ausweichen und auf die Musik hören. Okay, das sollten wir vielleicht mal versuchen. Okay. Er ist ein bisschen neben dem Beat tatsächlich. Ganz leicht. Also mein Kopf jetzt. Bäh. So. Und einmal hier lang. Dankeschön. Limit überschritten. Level 2. Angriff plus 500 Energie mehr und plus 5 Verteidigung. Sehr schön. 100 Energie finde ich eine gute Sache. Ich weiß nur nicht, wie ich das einschätzen soll. Wie viel auch immer das sind. 100 Energie. Und, einmal neue Mugge. So, ich werde nicht mehr viel rennen. Oh, dieses Kabel, was da hängt. Muss ich hier lang? Ich muss hier lang. So. Ich hoffe ja, dass das bald irgendwann auch was anderes ist. Also jetzt nicht vom Spiel, sondern auch mal ein bisschen mehr Variation, was die Riffs angeht. Also langsam und allmählich kriege ich das ganz gut hin. Ui. Okay, das war das also. Oh. Irgendwie kann ich die Map noch nicht lesen. Also was Traversable Area ist und was nicht. So ein bisschen bin ich da noch blind, aber das kommt. Ist immer so bei neuen Spielen, muss man erstmal den Artstyle begreifen. So. Die sind auch glücklicherweise um einiges leichter als das, was wir vorhin hatten. Mit den ganzen, wenn da diese Kanonen dabei sind, die überall hinschießen. Das macht mich nervös. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Vermutlich nicht. Mit einem kleinen Lag ist das natürlich total toll. So. Toll, jetzt ist die Tür da offen. Und wir haben diesen... Au. Ah ja, mit AS rollen. Finde ich aber auch toll, dass das Spiel mir erklärt, wie dieser Streifen funktioniert. Also gar nicht. Oh, toll. Wow, ist ja schnell. Ich bin doof.
Ich werde schon wieder nervös, merkst du das? So, komm, wir heilen uns einfach mal. Ich denke, das ist okay. Haben wir uns verdient. Ne, ich muss doch hier lang. Ne, doch, ich muss da hoch. Lass mich doch die Stufe nehmen. Böses, böses Spiel. So, schnell weg. Wir brauchen den Arm. Wir brauchen definitiv den Arm. Toll, das sind jetzt... Als hätte ich gerade darüber geredet, dass ich die doof finde, diese Turrets. Oh, der macht zwei. Okay. Oh, der macht drei. Oh, wow. Böse, böse, böse. So, einmal die Ladung mitnehmen. Sehr wichtig. Und weiter geht's. Auch ganz cool mit dem Duck and Cover, sag ich mal. Also halbwegs. Diese kleinen Mech scheint voll funktionsfähig zu sein. Was soll ich jetzt tun? JJ ist starr vor Angst. Oh. Break, Griff 2, Revolver, Fight. Ich muss nur ihren Angriffen ausweichen. Mit jedem Ausweichmanöver wirst du anfälliger für Schaden. Pass gut auf. Okay. Beep. Ja, wenn ich nicht so spät wie möglich ausweiche, kann ich etwas von ihrer Energie... absorbieren, Entschuldigung. Beep. Die Gefahr, ihr Schaden zu erleiden, ist damit auch größer. Ich frage mich, ob sich das Risiko lohnt. Wir haben echt viel Zeit, ne? Oh, oh. Achso, mit A ausweichen, okay. Okay, ich sollte mit meiner Gitarre Schaden zufügen können. Halte die Taste gedrückt. Toll. Halte die Taste gedrückt und lass im richtigen Moment los, um mit maximaler Angriff zu... Kraft zu... anzugreifen. Ja, ja. Ganz einfach. Ja, wenn ich auf über 95% Schaden abziele, gelingt mir vielleicht ein kritischer Angriff. Allerdings besteht auch die Gefahr, übers Ziel hinauszuschießen und zu verfehlen. Ich frage mich, ob sich das Risiko lohnt. Spieler am Zug. So, wir nehmen den. Gitarrenkracher kostet 2 Schrott. Ladung plus 1,4. Okay. Wir brauchen also Schrott dafür. Übersteuern. Ey, wir nehmen auswählen. Wow. Das war echt schnell. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber dieser Modus gefällt mir irgendwie sehr. Das ist cool. So, ich drücke mal auf X für übersteuern. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. So. So, jetzt habe ich es verstanden. Oh, der hat noch 2%. Ja, toll. Er war am Anfang nicht so... Oh nein, der hat Angriff plus. Das ist nicht gut. Tu das nicht. Falscher Knopf. Noch 14%. Aber ich glaube, das sollten wir schaffen. So. Rums. Okay, das Kämpfen gefällt mir sehr gut. Da bin ich nicht gut drin, davon ab, aber das ist sehr, sehr schön. 22 Schrott haben wir dazu bekommen. Sehr schön. Und Level Up. Nice. So, machen wir noch mal ein bisschen Mucke. Das Kämpfen ist cool. Ist nicht so banal wie andere Spiele mit Kämpfen, sag ich mal. Und ich denke, wir werden auch noch andere Fähigkeiten lernen und so weiter. Also, das Spiel hat auf jeden Fall enorm Potenzial, sehr, sehr gut zu werden. Bam, 100% Sync und wir heilen uns, weil ich habe nur noch 16%. Oh, wir kriegen nur 3%. Ah, 30% pro Ladung.
Einzig Doofe ist, hier ist Rollen auf A und gerade war es, glaube ich, auf B, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ist ein bisschen inkonsistent, das Spiel, so in manchen Sachen. Aber so ist das. Ne? Au. Oh, wow. Wo bin ich denn? Bin ich an dem Lichtstrahl hängen geblieben oder was war das jetzt? Gitarre einmal angefasst. Okay. Komm, wir sollten uns beeilen und nicht irgendwelche Memorabilia anschauen. Sieht aus wie noch so ein kleiner Mac. Piep. Ja, vielleicht kann ich mich anschleichen und ihm eins mit der Gitarre überziehen, bevor er mich bemerkt. Okay. Hältst du Ladung und bist zu Kampfbeginn am Zug. Okay. Also ganz langsam. Und einmal schlagen. Rums. Fight Riff 3, okay. Anscheinend habe ich durch meinen Gitarrenangriff Ladung aufgebaut. Damit kann ich mich entweder im Kampf heilen. Aber hier, hier. Ja, in der Spielauswahl kannst du eine Heilung zum, ja, alles klar. Achtung, dies beendet deine Runde. Oder alles auf eine Karte setzen und sie zum Übersteuern benutzen. Okay. Overdrive. Statt zum Heilen kannst du eine Ladung auch für Angriffe benutzen und damit deinen Schaden erhöhen. Ich kann bis zu 3 Ladungen einsetzen, um meinen übersteuerten Schadensboost zu erhöhen. Die dritte und letzte Ladung bringt einen heftigen Schub. Vielleicht lohnt es sich, meine Ladungen zu sammeln, um bei einem Angriff auf Ganze zu gehen. Okay, wir fangen einfach mal im normalen Angriff erstmal an. Und diesmal versuche ich 95%. Das hat nicht geklappt. Aber gut genug. Für mich. So. Ausweichen ist auf A, okay. Okay. Komm, diesmal über 90. Komm, wenigstens über 90. Nein! Manu hat noch 2% übrig. Und Angriff plus. Okay, diesmal weiche ich nicht weit aus. Komm her. Komm her. Ich bin so ein bisschen im Flow gerade. Sehr, sehr cooles Spiel. Gefällt mir. Au. So, komm her. Und wir töten dich einfach. Rums. Gute Nacht, mein Freund. 200 Erfahrungspunkte. 22 Schrott. Und weiter geht's. Ja, genau. Wir heilen uns einmal. Weil wir haben 3 Ladungen. Ich bin immer so einer, wenn man so ein überschaubares Inventar hat, sag ich mal, also nur 3, dann nehme ich immer gerne einen, bevor man den aufsammelt, also bevor man einen aufsammelt, den man nicht aufnehmen kann, weißt du? So. Aber hier müsste der Arm sein. Haben wir zumindest gesagt. Oh, warte mal, wenn ich hier in der Nähe bin, kann ich da... Keine Ahnung. Hallo? Hat Miguel dich nach diesem dummen Arm geschickt? Du solltest diesem Feigling wirklich nicht vertrauen. Wie kannst du... Woher kennst du Miguel? Und der Arm des Hooters? Diese Form? Diese Form ist so sperrig. Maria leitet Elektrizität in den Arm des Hüters, woraufhin dieser in seine Grundform zurückkehrt. So dürfte er sich doch leichter tragen lassen, oder? Wie kann das sein? Miguel hatte kaum genug Elektrizität, um ihn einmal zu benutzen und um ihn zu transformieren schon gar nicht. Das ist die Macht deines zerbrochenen Kerns, JJ. Deine Kraft kennt keine Grenzen, solange du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Was? Ach, wie auch immer, gib mir den Arm wieder. Hey, mal langsam, Kleine. Der gehört dir nicht. Mir egal, wir brauchen ihn, um zu überleben. Ganz genau. Oh, JJ, es freut mich, dass Isla dich ein wenig verändert hat. Oh. Guten Tag. Ein Großmeck. Ich muss ihn aufgeweckt haben, als ich meine Energie für den Arm... Ich muss ihn aufgeweckt haben, als ich meine Energie für den Arm des Hüters benutzt habe.
Hier, du und Miguel müssten noch ein wenig länger am Leben bleiben. Maria gibt JJ den Arm des Hüters. Neuer Angriff, Burstkanone. Jetzt zeig mal, was in dir steckt, JJ. Aber Miguel hat gesagt, ich soll ihn nie benutzen. Gehorsam wie eh und je. Dann stirb eben. Maria ist verschwunden. Au. Hyper Riff 1, Angriff. Gegner ist am Zug. Lass mich. Achso, Ausweichen kostet Energie. Ich kann auch laufen. Okay. Nee, alles klar. Hörst du auf? Okay, also, wie hat Miguel das gemacht? Er hat einfach mit seiner Gitarre seine Energie gebündelt. Löst du im Kampf ein Rhythmusspiel aus, kostet das Energie. Die verbrauchte Menge wird als blinkender Bereich in deiner Energieleiste unten im Bild angezeigt. Mit jedem richtigen Ton, den du spielst, bekommst du verbrauchte Energie zurück und steigerst deinen Schaden. Also spiel, als ob dein Leben davon abhänge. Spieler am Zug. Machen wir einfach mal. Ja? Effekt nichts. Ja? Das kostet uns auf jeden Fall gut Energie hier unten. Also da unten, weißt du? Wir machen das einfach mal. Das Spiel will das. Okay, 100% Sync. Das war jetzt nicht allzu schwer. Rums. Das war auf jeden Fall 58%. Das ist gut. Ich habe nur noch 12 HP. Ich mache das nochmal, auch wenn uns das vielleicht potenziell tötet. Ich will mal gucken. Achtung, minus 3%, ja. %88 ist okay. Cool, dass man auch ins Minus gehen kann. Gefährlich, dass man auch ins Minus gehen kann. Limit überschritten, Level 4. Angriff ein bisschen dazu. Die Macht eines zerbrochenen Kerns. Piep. Nein, mir geht's natürlich nicht gut. Schnell, wir müssen zurück. JJ rennt zurück zu Miguel. Vollendet. Miguel, hallo? Achso, warte. Heilen. Nope. Dankeschön. Und dann gehen wir mal rein. Aber ja, ich heile noch einmal. Falls wir da noch was machen. Ich meine, der steht da nur rum. Aber wer weiß. Wieso war das daneben? Ich fand das jetzt gut. Von wegen 95%. Blablabla. Dieses Spiel. JJ, da bist du ja. Gib mir den Arm des Hüters. Nein. Was? Du bist offensichtlich verletzt und ich kann das Ding selbst anlegen. Dein Kern ist dem nicht gewachsen. Alter Mann, du kannst kaum stehen. Uns bleibt keine andere Wahl. Miguels Verletzungen fordern ihren Tribut und er verliert das Bewusstsein. Auf geht's! Einige Bosse haben bestimmte Schwachstellen in ihren Gliedmaßen. Wenn du sie oft genug triffst, löst du einen Kampf aus. Ah ja, genau, wir müssen jetzt hier langlaufen. Ja, die Steuerung ist in diesem Modus ein bisschen merkwürdig. Na toll. Gib mir einen Kampf. Gib mir einfach einen Kampf. Hey. Oh, wow. Hallo?
Achso, ja, ich wollte jetzt auf B ausweichen. Ja, ich bin auch klug. So, jetzt haben wir's. Also es ist ein bisschen doof, dass man manchmal mit B ausweicht, manchmal mit A, manchmal mit X. Also es ist so ein bisschen... Naja, ich muss alles nutzen, was ich habe, um dieses Ding zu besiegen. Piep. Richtig. Miguel hat den Arm des Hüters geschwungen wie eine Nahkampfwaffe. Wenn ich genug Energie aufwende, sollte ich den gleichen Angriff ausführen können. Neuer Angriff, erster Aufschlag. Manche Angriffe kosten mehr Energie, reduzieren aber die Werte deines Gegners. Setze sie mit Bedacht ein. Spielerumzug. Okay, dann schauen wir mal. Ihre Wut schwächt die Verteidigung. Minus Verteidigung. Ja komm, wir machen das einfach mal. Neues Lied vielleicht. Vielleicht. Bam, 100%. Nice. Und in die Fresse. Bam. Gegner am Zug. Hauptsache, wir sterben jetzt nicht. Wie ist jetzt nochmal ausweichen? Auf A, okay. Oh, toll. So, das hielt sich aber in Grenzen. Ich glaube, ich möchte das noch einmal machen. Ne, ich könnte jetzt die Burst-Kanone machen. Bam, 100%. Und los geht's. Holle die Fresse. 500 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr gut. Level up. Wir haben es geschafft. JJ, du siehst nicht gut aus. Mir geht es bestens. JJ? JJ wird ohnmächtig. Es ist endlich still. Sterbende Gitarristin, höre meine Worte. Dein Kern, der zentrale Energiekörper, der deine Existenz versorgt, er ist zerbrochen. Dein Haar ergraut, deine Knochen werden schwach. Dein Leben rinnt dir jeden Tag schneller durch die Finger. Heute habe ich sie endlich wieder gehört. Die Lieder, die mein Vater für mich gespielt hat. Sie hallten aus dem Inneren des Mechs wieder. Aber es hörte sich falsch an. Sie haben mir die Musik gestohlen, die mir Trost spendete. Ich habe in meinem Leben immer nur Gitarre gespielt. Aber heute wurde mir klar, ich hasse Musik. Und doch klammerst du dich daran. Warum machst du weiter, Gitarristin? Weil ich sie mir zurückholen kann. Wenn ich nur weiterspiele, wenn ich sie perfekt spiele, kann sie wieder mir gehören. Ich habe mir schon immer gerne Lieder von Narren angehört. Vernichte deine Fehler, bis von dir nichts mehr übrig ist. Zeig mir, was es bedeutet, perfekt zu sein. Und mehrere Tage vergehen. Du bist wach. Was ist passiert? Jedes Mal, wenn du einen Mech-Angriff benutzt, verbrauchst du Energie direkt aus deinem Kern. Es zehrt an deiner Lebenskraft. Und warum lebe ich noch? Deswegen. Ist das... Das ist der Unendlichkeitskern. Ich verstehe noch nicht ganz, wie man seine Kraft einsetzt, aber... Es hat funktioniert. Du lebst. Okay, dann verschwinden wir von hier, bevor noch mehr Mechs aufwachen. Dafür ist es bereits zu spät. Lauf? Du warst doch derjenige, der überhaupt hierher wollte. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt müssen wir verschwinden. Besser ist das. Na toll. Diese Maria, ne? Ich kann sie noch nicht einschätzen. Ist sie jetzt böse oder nicht? Maria, was machst du auf Isla? Wir schaffen es, unsere Schiffe runterzubringen. Jetzt ist alles in Bewegung, Miguel.
Und du wirst deine Rolle spielen, du verräterischer Feigling. Ich bin Teil von gar nichts. Lass uns in Ruhe. Lass ihn los. Danke, dass du ihm das Leben dass du ihn am Leben gehalten hast, JJ. Nun kann der wahre Kampf endlich beginnen. Okay, und was der wahre Kampf ist, schauen wir uns vielleicht in der nächsten Folge an. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Es kann gut sein, dass ich mir das trotzdem anschaue, genauso wie Dreamscaper von dem letzten. Deswegen nur mal so kurz hier Werte. Cool. Schönes Geräusch, das ist so richtig retro. Anlegen. Gitarre. Okay, wir können auch noch andere Gitarre. Okay, das Spiel hat einiges. Wir speichern mal kurz. Gruppe. So, ist bestimmt gespeichert. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung, was ihr über das Spiel denkt. Ich finde es irgendwie cool. Es ist sehr ungewöhnlich. Und bis dahin einfach mal, ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge wieder oder sonst irgendwo anders auf diesem Kanal. Huch, vielen Dank und bis dann. Ciao.